Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods & Co. Genau, wir sind in Folge 735. Die heutige Folge ist auch wieder mal für die Consoleros gedacht. Und wir fangen diesmal an auf dem Platz von der, vom Shop und wir fahren dann gleich mal rüber, weil wir haben heute was zum Fahren. Wir haben erstmal ein bisschen Zubehör. Zum Fahren seht ihr da vorne stehen schon. Zubehör sind hier in dem Fall die Gewichte. Schön mit einer Kette, auch die Kette sehr schön gemacht, auch die Glieder. Schön leicht chromig das Ganze, man sieht die ganzen Verschraubungen. Also, das ist Gewicht Nummer 1, weil das ist nämlich ein Set, das habe ich hier mit Kette gewählt. Die Variante hier von dem Fendt-Gewicht könnt ihr auch mit Kette kriegen. Sieht dementsprechend auch sehr gut aus. Wenn wir hier vorne Licht anmachen, seht ihr, ihr habt auch noch ein zusätzliches Licht über das Gewicht, weil ein Teil der unteren Scheinwerfer, nämlich zwei Stück, so nicht zu sehen sind, aber dadurch wird auch gleichzeitig die Breite von eurem Fahrzeug denn ne, dementsprechend angezeigt. Also sehr schöne Geschichte, sehen texturenmäßig sehr, sehr gut aus. Wie auch hier schon gesagt, ne, das Gewicht hier mit Kette und sowas, das hat schon was. Wir gucken einfach mal bei den Gewichten, schauen mal rein, gehen ganz ans Ende und da sehen wir schon 1240 Kilo für das Lizard-Gewicht. Das ist das, was ihr sehen konntet. Da konnten wir sagen, mit Reflektorenstreifen, ne, mit mittleren Streifen, mit allen in Gelb und, ne, und Weiß oder wie man es denn gerne wollte. Und man hatte dementsprechend hier die Zugmaul-Variante noch, eine Seil-Variante, die Kette, die ihr gesehen habt. Oder halt es einfach standardmäßig zu lassen. Das ist die Variante 1. Farblich oder so ist an den beiden Gewichten hier nichts zu drehen. Und auch hier seht ihr, wir können auch Zugmaul dran machen, Seil dran machen, Dreipunktgeschichte, ne? Auch wieder Seil. Also hier ist nur Seil, nicht Kette, hatte ich mich versehen. Aber ihr seht selber, das Schöne hier dran ist, dass man auch mit einer Dreipunkt-Variante noch arbeiten könnte da vorne. Ne? Also, sehr schöne Geschichte. Liegt denn, da ist, ne, Zubehör kostet nichts extra, liegt bei 1400 das erste Gewicht mit 2,4 Tonnen und das 1240 Kilo liegt bei 1000. So, ja, das war mal Varianten 1. Zwei echt schöne Gewichte und wir kommen zu diesem guten Stück hier. Das hier ist ein 3800 SC Saddle Track, nämlich, da seht ihr es auch. Die Variante hier habe ich mit Gewichten gesetzt. Die Variante, die ich hier gerade stehen habe, das hat sich gerade so überschnitten mit den Aufnahmen. Das hier ist die Variante 1.0 noch. Ne? Also es gibt noch eine, es gibt zwischenzeitlich schon eine neuere Version, die angekündigt worden ist. Ne? So seht ihr das gute Stück von vorne. Ja, Saddle Track, was das Besonderheit, ja, hier gibt es nur Gewichte oder eine Kugelaufnahme. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit Realismus oder was in echt stand. Ich habe im LS17 immer einen 4000er ST gehabt. Der hatte auch ein richtiges, einen richtigen Sattelaufleger. Da konnte man richtig LKW-Auflieger mitziehen. Habe ich natürlich damals auf der Saxonia zum Beispiel viel benutzt, weil der natürlich auch die großen Behälter vernünftig bewegen konnte, ne? Weil der sehr viel PS auch hat. Ne? Hier seht ihr es doch mal, 3000, ich will jetzt nicht mehr. Gerade runtergehüpft, da steht es nämlich auch dran, Serion 3000. So, wir hüpfen aber erstmal rein. Wir machen erstmal den Lichttest. Der wird eigentlich immer mit Bravour bestanden. Das ist nicht das Problem. Die Rundumleuchten sind in Aktion. Blinker haben wir vorne wie auch hinten. Ich habe hier mal die Zwillingsbereifung dementsprechend gewählt als Variante. So, wenn wir das Ganze hier sehen, dann seht ihr, wir haben den Lenkmoduswechsel. Das können wir mit Steuerung und Z machen. Dann seht ihr Vorderradlenkung, Hundegang, links, rechts, ne? Oder Allradlenkung. Ich lasse es jetzt einfach mal auf Allradlenkung und mache mal das Menü hier wieder aus. So, und wir gehen einfach mal in den Innenraum. So, in dem Innenraum, wenn wir hier Licht anmachen, passiert so noch nicht super viel. Ne? Schön, dass auch ein Schlüssel steckt, hat auch schon mal was. Ne? Da oben, da geht aber Licht an, wie ihr seht. Und hier unten, ah doch, ich habe gelogen. Hier in dem Bereich, da sieht man auch ein paar Knöpfchen, die anders leuchten. Im Stick nicht so richtig. Wir machen mal den Motor an. Da sehen wir auch schon die Xerion-Geschichte. Hier unten auch noch das Display. Wenn wir jetzt Licht anmachen, sieht man die gleiche Tastereaktion, was Licht angeht. Ne? So, wir gehen nochmal nach außen. Dann machen wir das Licht nämlich wieder aus. Ja, so sieht er aus. Wir werden mal einen Blick in den Shop werfen, bevor ich das gleich beim Rüberfahren vergesse. Wir gehen mal auf die großen Traktoren, weil da dürfte er zu finden sein, nämlich ganz am Ende. 330.200, so rum, kostet das gute Stück. Da haben wir ihn. So seht ihr hier selber, ne? Die Kugelkopfaufhängungsgeschichte. Da hatte ich halt Gewicht gesetzt. Wir haben hier jetzt mal 1,8 Tonnen Frontgewicht. Wir können auch 2,2, 2,6
oder eine Fronthydraulik vorne ransetzen. Auch das geht. Also die drei Gewichtsstufen mit Zusatzplattenerweiterung oder die Fronthydraulik. Wir haben hinten die Möglichkeit, Gewichte zu setzen, ja oder nein. Eine Gewichtsangabe habe ich jetzt hier so direkt dabei nicht gesehen. Das ist die Frage, ob man das Zugmaul dann benutzen möchte, Zugmaul, den Kugelkopf benutzen möchte oder nicht. Ja, Reifenvarianten seht ihr selber, da gibt es ein paar Varianten von, bis hin zur Zwillingsbereifung. Ne? Seht das Ganze hier auch mit Bügel, mit allem, was dran gehört und muss, was man dran machen kann. Optisch soweit schon ganz gelungen. Und auch hier die Variante mit Warnschilder, ohne Warnschilder. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, hier entweder 335 oder 379 PS draus zu machen. Ne, 335, 379, muss man noch ein bisschen mehr investieren. Wenn man alles so ein bisschen dran rumgedrückt und getan und gemacht hat und man hier auch noch das Gewicht drauf klemmt, dann ist man auch schon bei 350.000 und mehr. In dem Fall hier 352.300. Ne? Möchte man natürlich dann selber wissen, möchte ich nicht, dass er Geld investieren. Sonst ein schönes Gerät. Wie gesagt, ich hätte mir die Variante gewünscht. Ich weiß noch nicht, ob es den echt gibt. Könnt ihr gerne mal dazu schreiben. Ich hätte mir die Variante gewünscht mit dem richtigen Sattelauflieger-Part sozusagen. So, ich würde sagen, wir machen mal den Fahrtest und dadurch fahren wir rüber, weil da haben wir noch das Platzierbare stehen. So, ja, dass der Verkehr aus ist, ist glaube ich ganz praktisch hier. Ich weiß nicht mehr, ob ich auf den Hof komme. Sieht aber gut aus. So, und hier sind wir nämlich schon bei den nächsten Mods. Deswegen hüpfe ich hier mal eine Runde aus und mache ihn aus. Und wir kommen zur ersten Halle, die wir heute haben. Wir haben heute noch zwei Unterstellmöglichkeiten und noch eine Wegbeschränkungsform, sage ich mal so. Oder ein Tor, wenn man so will. Ne? Also, wie gesagt, wir kommen gleich nochmal drauf. Ja, texturentechnisch sieht es einige Bereiche so ganz okay aus, sag ich mal so. Aus einer normalen, soliden Entfernung ist es okay. Mit dem Kopf an der Wand langschaben tut ja selten einer. Mehr so die rustikalere, simpel mal hingemauert Variante. Sieht aber sonst gar nicht mal schlecht aus. Man hat ein bisschen Wellmetallbach oben drauf gepackt. Hat hier die Möglichkeit, einmal ganz offen und einmal in zwei Teilen das Ganze hier schön Geräte reinzufahren. Und zwar auch nicht nur kleine, sondern auch ein bisschen größere. Also wie gesagt, das ist Variante 1. Bodenplattenmäßig, seht ihr selber, bleibt das Ganze so. Hier bleibt der Untergrund dann dementsprechend erhalten. Wir gucken uns das erste gute Stück auch gleich mal an, indem wir bei den Hallen gucken. Das ist die Variante, die gleich noch kommt. Wir sind bei einem mittelgroßer Betonunterstand, so heißt das gute Stück dann. 20.000 müsst ihr investieren und 10 am Tag. Das ist alles, was dementsprechend dazu kommt. Ich habe jetzt hier so auf Anhieb keinen Lichtschalter gefunden, deswegen gehe ich davon aus, doch da ist er. Ich habe auf Anhieb doch einen Lichtschalter gefunden. Und da sehen wir es, das ist ein schönes, gelbliches, realistisches Licht, je nachdem natürlich, was für einen Farbton ihr an Leuchtröhre drin habt. Aber ich finde es von der Lichtverteilung auch sehr gelungen, muss man sagen. Also sieht sehr gut aus. So, wir marschieren mal eine Runde weiter und kommen zu diesen guten Stücken hier. Wir fangen mich jetzt mal an mit dem, was davor steht. Und das ist nichts anderes wie eine Einer-, eine Zweier- und eine Dreier-Variante. Hier ist ein kleiner Fleck dazugekommen, warum weiß ich nicht. Hier kam ein bisschen was Sandiges dazu, warum weiß ich auch nicht. Und hier ist in der Mitte auch ein kleiner Sandfleck dazugekommen, warum weiß ich auch nicht. Es ist ganz einfach, es ist genau wie ein Tor. Ihr geht ran, drückt die linke Maustaste, die Poller fahren nach unten, man kann durchfahren. Ne, die Poller versinken fast, ihr drückt wieder drauf, die Poller kommen wieder raus. Ne? Und das Ganze ist es. Ne? Also wie gesagt, wer sowas ähnliches schon mal gesehen, habt ihr wahrscheinlich nämlich auf der Morrisland, da gab es sowas zum Beispiel, um einige Hofbereiche denn abzusperren. Ne? Oder Bereiche zuzumachen, damit da nicht jeder hin konnte. Also finde ich auch sehr gelungen, sieht sehr gut aus. Texturmäßig alles voll okay. Mit der Bodengeschichte müsst ihr dann mal antesten, ob der Fleck denn tatsächlich immer kommt, weil da war es Beton, da war es Sand, hier war es auch Sand. Aber wie gesagt, sonst. Ja, da gab es einen kleinen Schnitt im Real Life. Ich bin gerade wieder auf dem Weg hier hin. Auf irgendeinem Grund stand ich da jetzt nicht mehr. Wir fahren es wieder hoch, da seht ihr das Ganze. Und wir gehen dabei auch gleichzeitig noch in den Shop und dann zeige ich euch das Gute. Das müsste man eigentlich unter, ich weiß nicht, ist es unter Dekoration gelandet? Ne, dann ist es unter Diverses. Hä? Da haben wir hydraulische Poller. 150 für einen, 300 für zwei und 450 für drei.
hört sich eigentlich fair an von der Preisstaffelung her. Und ihr seht dann halt, je größer, ne, je mehr, desto besser ist die Geschichte hier mit der Absperrung. Ne? Das hier kann man mittig setzen, dann kommen vielleicht kleine Sachen noch links und rechts vorbei. Da kannst du einen Fahrradweg mit zumachen und das hier kann auch schon für eine Auffahrt reichen. So, gut, wir kommen zur nächsten Halle. Da sehen wir sie. Dieses Mal hier komplett in grün gehalten. Texturenmäßig sieht es eigentlich ganz okay aus. Auch hier die Abnutzungsgeschichte, was die Farbe nicht mehr ganz dran ist. Das ist alles okay. Ne, da sieht man auch so ein bisschen so metallmäßige Texturen. Man kann einmal rund laufen. Da wird man allerdings bis auf die Entwässerungsgeschichte hier nicht viel finden, muss ich zugestehen. Das ist ein schönes, ordentliches Grün. Das ist auch keine durchgehende, gleichmäßige Farbe, sondern halt so ein bisschen angewittert, wie man an den Kanten sieht, unten sieht. Und in der Mitte ist es auch nicht mehr ganz gleichmäßig, was ich aber sehr gelungen finde bei der ganzen Geschichte. Wir haben jetzt hier keine Türen oder sowas drin. Das ist in dem Sinne auch nur, in Anführungsstrichen, nur ein Unterstand. Hab mich dann, hier sieht man auch von innen die Geschichte, ich bin nicht neu, steht da eindeutig dran. Was ich jetzt hier allerdings nicht finde, und das ist tatsächlich der Lichtschalter, deswegen habe ich die beiden nämlich miteinander verwechselt. Ich spule jetzt mal vor und wir wollen mal gucken, ja, in der Nacht dementsprechend macht er uns hier schön das Licht an. Hier sind auch ein paar mehr Leuchtstoffröhren drin, wie drüben. Drüben waren es glaube ich nur zwei, hier sind es jetzt 8, das heißt, hier darf es auch ein bisschen heller und ein bisschen gleichmäßiger sein. Es wirkt aber trotzdem nicht überheblich und auch nicht grell, was ich mit am schlimmsten finde. Ne? Hier vom Winkel her, ja, ob der Lichteffekt so da oben wäre, das könnte gut sein. Ich weiß es nicht, bin kein Lichttechniker und Einfallsausfallswinkel, Reflexion, was weiß ich. Ne? Also wie gesagt, mache ich nicht sagen, ob es so gehört oder nicht. Ich finde aber die ganze Geschichte sonst hier sehr schön gebaut. Ich werde mal wieder... Ne, sehen, er wird wahrscheinlich morgens, ja, da seht ihr es ganz normal, zu normal üblichen Zeiten dementsprechend dann das Ganze wieder zumachen. So, ja, ich gehe mal ein Stückchen zurück. Wir werden auch hier nochmal in den Shop schauen. Da sind wir. Da ist das gute Stück, wenn ich drauf drücke, ne, ist nur übliche Effekt. Ich kann es dann setzen. Da sind die Jungs, die das Ganze gemacht haben. Läuft einfach unter Gerätestall und wir haben hier, ne, 15.000 zu investieren. Dafür sind es dann 25 am Tag. Ne, also da passt ein bisschen mehr rein, kostet ein bisschen mehr. Irgendwie passt das Ganze schon ins System, muss ich sagen. Also schon sehr gelungen eigentlich. Aber ich würde sagen, mit dem Blick auf dieses gute Stück hier, was hier einfach so schön seitwärts steht, würde ich sagen, verabschiede ich mich von heute, weil wir sind jetzt gleich schon wieder am Ende. So schnell geht's. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und bis morgen.